herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Endlich nach einer gefühlten Woche gar nichts. Sorry dafür, geht es ab jetzt wieder täglich weiter. Kam jetzt ein bisschen Aufnahmestress, nun sind wir auch bereit und starten mit Tomodachi Live. Und was ist hier los? Ist gerade gefühlt komplett Eskalation ausgebrochen. Alle sind hier irgendwie sauer oder was? Ist hier Dorfkrieg entstanden oder was ist los? Schauen wir nochmal, was die alle wollen. So, alles geht's gut? Was ist los hier? Ich habe mich mit Uwe gestritten. Mit Uwe gestritten, okay. Vertragt euch. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Wer beruhigt ist. Brauchst jetzt hier wieder was oder wie? Ich hab da keine Spiele um mehr. Komm, wir geben dir einen Ziebepuzzle. Damit kannst du uns auch beruhigen. Ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung dafür. Oh, Spast. Ich habe mich mit Uwe gestritten. Ich bin so wütend. Vertragt euch immer noch. Hilf mir lieber erstmal. Okay, muss ich immer noch beruhigen. Mit der Hypnose kann man einfach beruhigen. Ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung dafür. Ach komm! Das Zeug verliert die ganze Zeit hier, ey, das ist doch. Wieso? Ich dachte, wieso kann man jetzt mindestens werde. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ich gebe mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack. Und ich hab davon jetzt auch noch so, oder wie? Okay. Geh dann hier baden. Baden beruhigt wirklich immer. Also gut, ich gehe dann mal baden. Siehste. Ja, und währenddessen sei gesagt, eigentlich hätte heute am Sonntag um 14 Uhr Animal Crossing kommen sollen. Hab komplett verpeilt, dass wir da eine. So ein Ortfest hatten, wo ich da irgendwie kurzfristig mitwirken musste. Sorry dafür, deshalb war es heute Nachmittag leider nicht hier. Wir holen das morgen am Montag nach. Irgendwann Montag. Stream ist,
So, da bin ich wieder. Währenddessen habt ihr erfolgreich hier den Typen hier beim Singen zugehört. Sehr schön. So. Also. Es war kurz weg, aber ich wette, ich vergesse es rauszuschneiden. However, das hat gut getan. Das ist doch immer sehr schön. Und da bin ich mir sicher, dass ihr euch doch vertragen könnt. Wie gesagt, Statfest, dies und das hat Emma Zeit aufzunehmen. Das tun wir morgen aber nach. Am Montag. Irgendwann. Weiß noch nicht, welche Uhrzeit wegen Schule und so weiter. Auf jeden Fall. Ja, streamen wir dann da den Animal Crossing Community Part. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Das war mal eine Woche hier nicht online und schon geht hier so viel Krasses ab in dieser Welt. Ach, eigentlich. Da sieht man mal, was hier alles eskaliert. Kleiner Spoiler, ist offensichtlich erst viel, was hier eskaliert. Aber hier ist alles gut gelaufen. Danke. Wunderbar. Wir haben uns vertragen. Muss ich merken, Baden hilft tatsächlich. Das ist auch klar, es ist auch immer das irgendwo so. Sparen gegen sowas hilft. Und ich habe gleich wieder Badeset erhalten. Wunderbar. Da kann ich das nächsten geben, weil jetzt hier ist halt immer noch irgendwelche Leute. Nicht ganz so krass. Achso, mal weiter. Guten Tag. Guten Tag. So, wie kann man dir helfen? Ich wäre so gern mit Cookie befreundet. Du wärst so gern mit Cookie befreundet. Ich stell dich vor. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Worüber unterhalten? Intellektuelles. Ganz ehrlich, Lustiges. Danke für den Tipp. Wenn man Freundschaft schließen will, intellektuell, also auf Streber zu tun, das geht halt nur, wenn der vor allem auch Streber ist, sonst ist das halt zu streberhaft. Das intellektuell, ich weiß nicht, ernsthaft muss nicht sein. Lustig ist immer am besten. Weil der Geschillte am besten ist, vom Charakter, diese geschillten, lustigen Typen, die aber in ernsten Situationen einfach ernst sein können, ja? Und die gibt es. Und die braucht man. Die sind wichtig. Wir uns miteinander anfangen. Also gut gelaufen, wunderbar. Da freue ich mich doch gleich für das. Und du hast ein neues Level. Ah, das hängen wir jetzt mal an Fußball. Wie gesagt, die Sache mit dem Lied mache ich auch bald. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Reisegutzeit. Damit kann man immer irgendwann mal auf Reise hacken. So, Lehren möchte auch noch was und dann haben wir es bald geschafft. Zumindest von allen Leuten, die was möchten. Juhu, Nintendo. Juhu, Nintendo. Oh, da hast du eine Krabbe. Du eine Krabbe am Ärmel. Mach das Ding weg. Und dann machen wir es weg. Wenn du schon keine Krabbe bei dir haben willst, verstehe ich überhaupt nicht. Weil das ist ja hier. Hast du was gegen Krabben, ne? Man merkt es dir richtig an hier, Kappa. Ah, du hast noch was, ne? Du wärst so gern mit Michelle befreundet, ja. Stell es vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Höflichkeit. Höflichkeit, wie gesagt, ist immer wichtig. Und rede mit ihr. Ich weiß gar nicht, was sowas läuft doch eigentlich fast immer gut, oder? Ich glaube, es gibt total selten, dass sowas in diesem Spiel mal nicht gut läuft, behaupte ich. Aber das ist nur eine Behauptung von mir. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Das ist wirklich nur total selten mal nach. Ich werde müde langsam hier. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Ja, siehst du, haben wir wieder neu angefreundet hier. Das ist super hier. Das hängen wir. Ein Nintendo 3DS. Kannst du hocken. So wie ich hier. Ist immer praktisch. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. So,
So, und Kay will wieder spielen. Das sind euch dann wieder sehr kritische Spiele, aber mal sehen, wie ich mich diesmal schlage. Spielen wir. Quiz der Gemeinsamkeiten, okay. Oh Gott, wie gut kennst du den Inselbewohner? Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Okay. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. David und Kröte CST mögen die gleiche Farbe. Ich glaube nicht. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Yay. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Obo und Spongy GC gehören zur selben Persönlichkeitsgruppe. Gott, Persönlichkeitsgruppe. Keine Ahnung, ich sag einfach mal ja. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Oh mein Gott, ich hab geraten. Wenn ich es bei der nächsten auch noch richtig mache, dann Schuss. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Liron und ich sind beide völlig ausgehungert. Nein. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Was? Die sind beide komplett ausgehungert, der Fuck? Wieso? Aber okay. Haben wir es halt 2 von 3 richtig? Nehmen wir es einfach hin, so wie es ist. Hilft ja alles nichts, ne? So. Wir bekommen aber trotzdem ein Klopapier. Sehr schön. Gut, da haben wir doch mal alles soweit erledigt. Jetzt mal nochmal so den Nachrissen schauen, was da so krasses passiert ist. Willkommen bei den Nachrichten um 4 Uhr. Heute gab es ein Aufmunterungsevent für Sophie. Aufmunterungsevent für Sophie, okay. Einige Inselbewohner haben dieses Event organisiert, um Sophie aufzumuntern. Ah. Nachdem sie in einen Hundehaufen getreten war. Oh, du warst in einen Hundehaufen getreten, Sophie, das tut mir leid. Ermutigt durch die tröstenden Worte sagte Sophie mit neuem Selbstbewusstsein: Jetzt weiß ich, was echte Freundschaft bedeutet. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Was soll ich denn damit anfangen? Echt, das ist ungewöhnlich. Danke fürs Zuschauen. Ich bin so viel, siehst du? Die Nachrichten um 4 Uhr. Jetzt brauchst du auch nicht mehr traurig sein, weil du nun ins Hals getreten bist hier. Ist doch gut, ist doch gut. So. Dann besuchen wir den Spendenbrunnen. Als heute ist das Projekt des S wieder täglich bringen. Wie gesagt, das war jetzt die letzten Tage und Wochen, Targets vor allem. Wegen Schule, das ist auch nochmal, diese Woche ist nochmal krass, wegen Schule jetzt ab Montag. Hab einem einige verraten, das Hauber, trotzdem, der es irgendwie gemanagt bekommen, dass ihr eure schönen Videos habt. Zumindest Maumaker. Aber das bekommen wir hin, da bin ich ganz zuversichtlich. Das wird dann ganz cool werden. So, während der schon sammeln wir hier schon mal so ein Money ein. Ja, würde vorschlagen, ich glaube, bei mir ist hier gerade auch nicht los, dass das einfach für eine Party war. Wie gesagt, ab jetzt wieder täglich 18 Uhr, Tom und Arzt live. Mich würde es freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin und ciao!